Willst auch du endlich eine bewegliche Brustwirbelsäule oder deine Schmerzen im oberen Rücken loswerden? Dann schau dir dieses Video unbedingt an. Ich zeige dir eine geniale Übung, mit der du dieses Ziel endlich erreichen kannst. Hi, mein Name ist Freddy und in diesem Video zeige ich dir, wie du die Beweglichkeit deiner Brustwirbelsäule, also des oberen Rückens, in den Griff bekommst und schnell verbessern kannst. Die Brustwirbelsäule können wir bezüglich der Beweglichkeit in zwei Teile aufteilen, und zwar den oberen und den unteren Teil der Brustwirbelsäule. Ich erkläre dir das deshalb, weil wir die Übung in zwei Teile aufteilen werden. Einmal eben für den oberen Teil, den wir heute machen werden, und einmal für den unteren Teil der Brustwirbelsäule. Und der Unterschied liegt darin, dass wir unterschiedliche Bewegungsrichtungen durchführen müssen, um einen Effekt in dem jeweiligen Bereich zu erzielen. So, warum ist es wichtig, die Brustwirbelsäule überhaupt beweglich zu bekommen oder zu erhalten? Die Brustwirbelsäule sollte viel Beweglichkeit mitbringen, denn wenn das nicht der Fall ist, dann leiden ganz viele Bereiche im Körper darunter. Angefangen vom unteren Rücken, ja, Verspannungen, Steifigkeit im unteren Rücken oder auch Halswirbelsäulenprobleme, also Nackenverspannungen, Kopfschmerzen oder einfach das Gefühl zu haben, dass die Rippen blockiert sind, die Atmung blockiert wird. Das sind alles Dinge, die mit einer fehlenden Beweglichkeit oder schlechten Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule zusammenhängen. Und deswegen probiere diese Übung unbedingt aus. Es kann sein, dass das wirklich einen Rieseneffekt bei dir auslöst. Ganz wichtig ist mir, dass du die Übung am Anfang, wenn du die ersten Male machst, einfach eher sanft durchführst, damit du nicht an diesen ganz endgradigen Bereich rangehst, um Krämpfe in der Muskulatur zum Beispiel auszulösen. Geh einfach ein bisschen weniger weit, als du das Gefühl hättest, dass du könntest. Ja? Und schau einfach, was das mit dir schon macht und was für Veränderungen damit zusammenhängen. Und wenn du die Erfahrung gemacht hast, darfst du dann auch gerne ein bisschen intensiver in die endgradigen Bereiche reingehen. Gut, ich zeige dir die Übung und im ersten Teil heute geht es vor allem darum, den oberen Teil der Brustwirbelsäule zu verbessern, also die Beweglichkeit zu verbessern. Und da sprechen wir von den ersten 6 Brustwirbeln. Und das Schöne daran ist, dass eine bessere Beweglichkeit hier wirklich sich positiv auf die Atmung und deine Nacken- und Halswirbelsäulenbeschwerden auswirken kann. Die Übung machen wir im Sitzen. Du siehst, ich sitze schon. Das heißt, du darfst auch ohne schlechtes Gewissen die Übung im Sitzen einfach mitmachen. Und ich wollte sie dir im Sitzen zeigen, weil du dann auch sofort siehst, dass die Übung zum Beispiel gerade im Alltag, im Beruf, wenn du viel am Schreibtisch sitzt, wunderbar integrierbar ist und du kannst sie auch einfach jederzeit machen. Ich empfehle grundsätzlich, die Übungen 1 bis 2 Mal am Tag zu machen, vor allem wenn du hier im Rücken oder in der Brustwirbelsäule Beschwerden hast, dann probier das mal aus in dieser Intensität und der Häufigkeit und dann wirst du wahrscheinlich nach ein paar Einheiten schon spüren, dass sich da was tut. Gut, wir bewegen uns jetzt gleich in einer Kombination aus einer Seitneigung und einer Rotation. Okay? Der Hintergrund ist einfach die Neurologie der Bewegung. Denn wenn wir unsere Wirbelsäule bewegen, dann ist für unser Gehirn erstmal relativ klar, dass eine isolierte Seitneigung nie oder selten alleine durchgeführt wird. Ja? Das heißt, aus Bewegungssicht, aus gehirnbasierter Sicht, ist es so, dass wir, wenn wir uns neigen, auch meistens eine Drehung mit einbauen, um irgendwas vom Boden aufzuholen oder wegzurennen oder was auch immer. Und deswegen können wir durch die Kombination dieser Bewegung einen Reflex auslösen, der bessere Muskelaktivierung zur Folge hat und dementsprechend auch einen stärkeren Effekt auf die Beweglichkeit hat. Okay? Gut, ich hoffe, du hast es soweit verstanden. Wenn nicht, ist nicht ganz so schlimm. Versuch die Übung einfach mal mitzumachen und zu spüren, was es mit dir macht. Wir beginnen die Übung, indem du deine Hände seitlich an den Kopf legst. Deine Wirbelsäule schön lang machst, bitte nicht so arg ins Hohlkreuz fallen und den Kopf schön Richtung Decke ziehst. Und wir kombinieren jetzt die Seitneigung mit einer Drehung und zwar immer in die gleiche Richtung. Das heißt, ich neige mich jetzt aus der Brustwirbelsäule nach links und drehe mich dann auch mit dem oberen Rücken nach links. Dabei werde ich auch immer wieder ein bisschen runder. Ja, also ich darf mich hier wirklich in die Rundung begeben. Dann in der Endposition neige ich mich wieder zur Seite und rotiere wieder. Ich neige und rotiere. Und das machen wir jetzt so lange, oder darfst du so lange machen, wie du es als angenehm empfindest. Und irgendwann kommt dann wirklich der endgradige Bereich ins Spiel, wo du dann merkst, da geht nicht mehr viel. Und ja, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann hast du die Erfahrung, dass du da relativ schnell spürst, wie weit du gehen kannst. So, wir gehen zur anderen Seite. Wir neigen uns nach rechts und wir drehen uns nach rechts. Wir neigen uns und wir drehen uns. Immer im Wechsel diese 2 Bewegungen durchführen.
und wieder aufrichten. Das war's schon. Das ist der ganze Zauber. Du kannst die Übung auch gerne in einer anderen Form ausführen, indem du einfach immer 2, 3, 4 Bewegungen der gleichen Art im Wechsel machst mit der anderen Bewegung. Das heißt, wir machen die Seitneigung ein paar Mal, versuchen dabei immer tiefer zu kommen und dann rotieren wir ein paar Mal. Ja? Die Möglichkeit gibt es auch. Probier einfach mal aus, welche Variante dir ja, besser gefällt, welche sich besser anfühlt und dann mache die Übung regelmäßig und du wirst merken, dein Rücken freut sich und deine Beschwerden und die Beweglichkeit im oberen Rücken werden definitiv besser. Wenn dir das Video gefallen hat oder schon wirklich deutlich positive Effekte hatte, dann kommentiere das Video, lass uns einen Daumen oben da und dann freue ich mich, wenn du dir auch das nächste Video anschaust und guckst, welche Wirkungen die nächste Übung für dich mitbringen. In diesem Sinne, alles Gute, dein Freddy vom Sano Gym.